Hallo, ich bin Günther Jacobs und ich schreibe und illustriere Kinderbücher. Ihr seid wahrscheinlich auch viel zu Hause im Moment, so wie ich. Und was macht man, wenn man zu Hause ist? Man liest Bücher oder man lässt sich Bücher vorlesen. Und das will ich heute auch machen mit einem Bilderbuch von mir, Die Eiersucherei. Das ist ein Osterbilderbuch, das passt ja, weil bald ist doch Ostern. Und es gibt Drehscheiben bei dem Bilderbuch, da kann man immer was entstehen lassen, Bewegung zum Beispiel, wie hier bei dem Ei, das angemalt wird. Kurz vor der großen Osterfeier bemalen alle Hasen Eier. Dafür sind Hasen sehr bekannt, auch Osterhasen oft genannt. Max ist das erste Mal dabei, die Henne gibt auch ihm ein Ei. Erst muss er es bezahlen, dann kann er es bemalen. Und hier seht ihr den Max, wie er im Laden steht und ein Ei kauft. Und wenn man hier dreht, zum Beispiel an der Seite, sieht man noch kleine Mäuse unten vorbeiflitzen. Eier malen macht viel Spaß. Aber halt, es fehlt noch was. Pinsel, Farben, Stift, Papier sucht Max in dieser Kiste hier. Und in dieser Kiste, da könnt ihr auch wühlen, indem ihr hier das an dem Rad dreht. Als Max noch bei der Suche ist, dabei sein Ei total vergisst, kriegt er einen großen Schreck. Ach du je, das Ei ist weg. Da dreht sich Max um und hinter ihm sieht man wieder eine Maus vorbeiflitzen. Und auf der anderen Seite kann man eine Tür aufmachen. Da flitzen Hasen vorbei im Auto und vielleicht auch das Ei. Ob es sich im Schrank versteckt? Wird es hier von Max entdeckt? Er sucht das Ei nicht nur im Schrank, auch unterm Tisch und auf der Fensterbank. Ist es in der Kiste drin? Schauen wir mal genauer hin. Ist das Ei auch dabei? Hier sieht er wieder Max, hinter ihm ein kleines Aquarium. Da sind die Fische drin und flitzen vorbei. Und auf der anderen Seite ist ein Schrank. Da kann man auch wühlen und hier am Rad drehen und unten in der Kiste kann man auch wühlen. Endlich findet Max sein Ei. Entzwei. Nur ein kleines Küken hockt dabei. Doch Max ruft, alles klar. Jetzt bist du endlich wieder da. Nach dieser langen Sucherei bist du mein schönstes Osterei. Also ist das Küken dran. Max malt es rot und grün und knallbunt an. Das ist schon die letzte Seite und da seht ihr, wie Max das Küken entdeckt und schwupps, wie ein Osterei bemalt. So, das war schon die kleine kurze Geschichte für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.